Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur ersten Folge von The Last of Us 2. Ich habe mir gedacht, wir starten im Titelbildschirm, damit ihr auch mal wisst, wie der aussieht. Und ich stelle mit euch alles ein, den Schwierigkeitsgrad und so. Was ich im Vorfeld jetzt schon eingestellt habe, ist die Lautstärke. Die habe ich überall ein bisschen runtergenommen. Es kann sein, dass ich es während des Spiels noch ein Stückchen weiter runternehme, wenn es einfach zu laut ist. Das müssen wir probieren. Und ja, ich beginne jetzt mit dieser Reise. Ich bin so aufgeregt. Ich muss das ohne euch diesmal schaffen. Der Chat ist diesmal nicht bei mir, aber wir kriegen das hin. Und ich höre jetzt auf, lang hier rum zu blubseln. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Spiel. Story, neues Spiel. Ich überlege tatsächlich, ob ich auf leicht spiele. Ich habe Angst, dass ich es auf Mittel nicht schaffe mit den ganzen Ressourcen und sowas. Weil das Ressourcenmanagement ist halt schon echt in dem Spiel. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habe ich halt bei leicht mehr Ressourcen und die Gegner sind weniger gefährlich. Also die sind ein bisschen dümmer einfach. Ach komm, wir spielen auf Mittel. Wir haben den ersten auf Mittel gespielt, wir spielen den zweiten jetzt auch auf Mittel. Wir kriegen das hin. Ja, dann kannst du halt hier noch das umgekehrt invertierte Steuerung quasi einstellen. Dann hast du hier die Kamerahilfe. Richte die Kamera automatisch in Bewegungsrichtung aus. Wähle horizontal oder vertikal, um die Hilfe auf diese Achse zu begrenzen. Für Actionspiel, Neulinge und für Spieler, die Schwierigkeiten bei der gleichzeitigen Benutzung... Okay, ja gut. Also ich versuche das mal ohne Kamerahilfe. Haben wir beim letzten auch ganz gut hinbekommen. Und ja, das ist der endgültige Tod. Das kannst du einstellen, wenn du richtig Bock hast. Ja, dein gespeichertes Spiel wird bei Tod komplett gelöscht. Ja. Also du kannst es dann auch wahrscheinlich nochmal einstellen, ob ganzes Spiel pro Akt oder pro Kapitel. Das ist schon... Ist schon übel, der endgültige Tod. Aber das wollen wir alles nicht. Wir wollen einfach spielen. Ja, deswegen, wir spielen auf Mittel. Und das war's. Und ich würde sagen, los geht's. Falls es hier bei mir im Hintergrund brummt, es tut mir sehr leid, die mähen gerade Rasen hinterm Haus. Ich hoffe, dass die gleich fertig sind. Die müssten gleich fertig sein mit diesem scheiß Rasen mähen. Ausgerechnet heute, wo ich mal Zeit habe, um aufzunehmen, mähen die Rasen. Also, ja, sorry, falls ihr da was hört. Wir nehmen das Ganze hier auch ohne Kamera auf, das wollte ich dazu noch sagen. Sonst müsste ich jedes Mal, wenn ich eine Aufnahmesession mache, mich ordentlich für die Kamera machen. Da habe ich keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. So, und jetzt habe ich lange genug gequatscht. Ich würde sagen, let's go. Okay, ich kann jederzeit die Herausforderungsstufe ändern. Perfekt. Ich spiele das Ganze übrigens auf der PS5-Version, also mit 60 FPS. Mal gucken, ich glaube, ein sehr, sehr großer Unterschied macht das nicht. Aber nur, dass ihr es wisst, also wir spielen es auf der PS5-Version. Bin so gespannt, ob ich das hinkriege in diesem Spiel. Ich habe so einen Respekt vor diesem Spiel und ich habe so einen Schiss vor diesem Spiel. Das glaubt ihr gar nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität.
Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott! Doktor? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht entkommen. Verdammt. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Damit noch einmal herzlich willkommen bei The Last of Us 2. Es ist so ein wunderschönes Spiel. Diese Grafik ist einfach unglaublich. Es ist der Wahnsinn, wenn man überlegt, dass dieses Spiel noch für die PlayStation 4 rauskam. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Kann sein, dass ich in diesem Let's Play etwas schweigsamer bin, wenn ich mich konzentrieren muss oder wenn ich Sachen einfach genieße, dass ich dann nicht immer quatsche, wundert euch nicht. Es ist einfach so wunderschön. Ich kann nicht anders, das ist einfach ein wahnsinnig schönes Spiel. Ich möchte gerade gar nicht, dass diese Szene vorbeigeht. Die ist so friedlich. Aber wir lassen jetzt mal die Geschichte beginnen.
Tommy haut ab. Warte auf uns, Tommy. Also ich finde, Joel sieht noch genauso aus wie im ersten Teil. Wohingegen ich finde, dass Tommy schon im Vergleich zum ersten Teil um einiges gealtert aussieht. Also irgendwie ist sein Charakter hier klar definierter irgendwie, finde ich. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders sagen soll. Und hier wohnen wir. Offensichtlich. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Bis später, Tommy. Hallo? Ellie? Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... Und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht.
Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Dann ist der schlecht. Das ist dämlich. Träum schön. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Wart. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann.
Es ist mir egal. Zieh dich an. Och, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Pack dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Riecht okay. Und hier sind wir. 4 Jahre später. So müde. Nach dem ersten Teil. Unsere kleine Ellie ist erwachsen geworden, wie wir sehen. Eine junge Frau, die irgendwie wild in der Gegend rumguckt, aber egal. Da ist die Gitarre. Und Joel hat sein Versprechen gehalten. Ich finde es so schön. Er hat für sie gesungen. Und ich hoffe, er hat ihr Gitarre spielen beigebracht. Und da steht eine PlayStation 3. Das ist einfach so gut. Eine PS3. Die habe ich auch noch irgendwo stehen. Wie spät ist es? 6.39 Uhr, verdammt, ist das früher morgen. Aber das ist so meine Zeit, wo ich gerade mit dem Hund draußen bin. Okay. Blazing Bliss. The Sound of Ecstasy. Alles klar. Okay, also. Wir haben hier eine Waschreibe mit Seife, also Klamotten waschen. Schwierig. Okay, hier haben wir Wasser. Okay, und das Rohr geht über die Leitung ins Waschbecken, in die Toilette. Okay, aber immerhin hat sie eine Toilettenspülung und hier Wasser am Waschbecken, ne? Und hier quasi ein Schlauch, wo sie sich quasi auch mit abwaschen kann. Aber im Winter ist das, glaube ich, ganz schön ein bisschen... Ist da ein Boiler dazwischen gespült? Nein, ne? Das ist kein Boiler dazwischen. Also kaltes Wasser. Kalt duschen im Winter. Ne, danke. So, was gibt's hier? Hier ist auch so ein Wassertank. Und eingelegtes, sage ich mal. Hier ist unser Rucksack. Foods 20, okay. Und die Savage Starlight. Die Comics haben wir gesammelt. Und hier, den Roboter kennen wir da auch noch. Das ist der von dem kleinen Jungen. Oder? Ist das der Roboter? Ich glaube, das ist der Roboter. Ich würde bald sagen, ja. So, was haben wir hier? Unsere Jacke. Okay. Wenn wir alle den Rucksack nicht richtig zumachen, ne? Das ist in vielen Spielen so. Das triggert mich hart. Weil die Sachen werden doch nass, dreckig, keine Ahnung was. Oder der Rucksack geht ganz auf und es fallen Sachen raus. Das ist nichts für meinen inneren Monk, ich sag's euch. Was steht hier? Schach? Starscreamers? Supernova Odyssey? Okay, kenne ich nicht. Hier ist die Couch. Also Ellie ist offensichtlich damals dann gleich in die Garage gezogen. Okay. Und neue Comics. Rebels of Fire und... Ich kann das oberste nicht lesen. Irgendwas mit Titans. Okay. Ofen. Und unsere Garderobe. Ich mag mal so, sie hat hier alles, was sie braucht, ne? Was sind das da für Bilder? Das ist ein Pferd... Da ist Jesse drauf, der eben an der Tür war. Und noch ein Mädel. Ein Schmetterling und ein Hund hat sie gemalt, okay. Ja, sie zeichnet ja, das haben wir ja eben im Video schon gesehen, dass sie zeichnet. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden Infizierte gesichtet. Maria hat ihn und Tommy früh losgeschickt. Oh, scheiße. Ja, aber bestimmt nicht lang geschlafen. Jedenfalls nicht so lang wie du. Ach, Klappe. Ich wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Handschuhe an. Okay. Da wohnen wir.
da ist ein Haus. Warum wohnen wir nicht in dem Haus? Wo ist da das Problem? Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Habe ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Dann hat Joel ihn geschlagen? Eher geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Schade, dass ich es verpasst habe. Das ist so ein Riesenhaus. Warum wohnen wir da nicht? Okay. Strange. Oh, hier Gewächshäuser. Morgen. Okay, die sind nicht sehr gesprächig. Die sind bestimmt beheizt, oder? Sonst würde da ja nichts drin wachsen. Aber cool gemacht. Also. Passt auf euch auf. Wie immer. Maria möchte mit dir reden. Wo ist sie? Im Diner. Geht's um Seth? Keine Ahnung. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Nee. Zu wem hältst du eigentlich? Entschuldigung? Hey, Jesse. Hey. Hallo. Hey. Morgen. Alle schon wach hier um die Uhrzeit. Ich muss mir alles angucken. Ich habe schon wieder Angst, irgendwie Dinge zu verpassen. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, dass hier höchstwahrscheinlich nichts ist, aber ich muss halt einfach gucken. Wie viele hast du gesehen? Vielleicht drei, ein Erwachsener, zwei Jungtiere. Sollen wir eine Patrouille schicken? Na, ein paar Bären sind bestimmt nicht schlecht. Die können uns helfen, indem sie ein paar Infizierte fressen. Okay. Das Haus hier ist nicht so groß. Jesse, wartest du auf den Bus oder? Okay. Hey, also. Alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst. Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Okay, fassen wir zusammen. Jesse ist unser Kumpel, der war mit Dina zusammen und gestern war irgendwas, also wir haben Dina geküsst oder Dina hat uns geküsst und deswegen redet jetzt die ganze Stadt über uns, weil wir das offensichtlich da gemacht haben, wo alle uns gesehen haben. Aber er ist nicht sauer, weil er sich ja vor einer Woche von Dina getrennt hat. Okay. Oh, was ist das? Sammelkarten. Abgefahren. Seis Mikaela. Echter Name Mikaela Ayara. Intelligenz 60, Muskelkraft 100, Zugehörigkeit New Dogs. Mikaela Ayara, entschuldigt, falls ich den Namen hier falsch ausspreche, entdeckte ihre Superkräfte an ihrem 13. Geburtstag. Wenn sie mit dem Fuß aufstampft, löst sie Schockwellen aus, die ihre Gegner von den Füßen holen und im Extremfall sogar Gebäude zum Einsturz bringen. Wegen ihres beachtlichen Potenzials, Kollateralschäden anzurechnen, musste Seis Mikaela die Society of Champions verlassen und wurde zum jüngsten Mitglied der New Dogs. Neutrale Schurkin. Ah ja. Wir sammeln dieses Mal offensichtlich Heldenkarten und keine Comics. Vielleicht kann ich's reparieren. Das sieht fies aus. Das sieht fies aus. Danke.
Hey, Ellie. Ja? Hundi! Hallo, Hundi! Hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Bist du ein süßes Hundi? Hey, Ellie. Ja, warte doch jetzt mal, Jessie. Stress mich nicht. Ich muss Hundi angucken. Okay, er spielt nicht wirklich. Kann ich den nochmal kraulen? Bitte? Darf den nicht nochmal kraulen? Okay. Was sind die denn alle so früh am Morgen schon wach? Okay, hier komme ich nicht weiter. Ein Schneeengel. Oh. Über kein Risiko ein. Steven Sohn hat immer noch Albträume von den Infizierten an. Und ab welchem Alter dürfen sie dann raus? Habe ich den Hund nicht nochmal streicheln? Ach, schade. Ich hätte den Hund gern nochmal gestreichelt. Aber okay. Wo, was ist hier? RJ and Sons Butchers. Butchers, ne? Hallo. So sind Mädchen eben. Das bildest du dir ein. Was? So sind Mädchen eben. Da kommt sie. Oh, hi, Ellie. Morgen. Na? Ihr habt über mich gesprochen, ich hab's genau gehört. Tratsch-Tanten, elendige Olle. Hi, Jesse. Oh, hi. Und jetzt müssen wir diese Organe von den Membranen trennen. Siehst du diese Membran? Ja. Willst du? Nein, noch nicht. Mach du das. Okay, pass auf. Okay. Crazy. Tratscht ihr auch über mich? Ihr wollt was essen. Darf ich jetzt den Hund nochmal streicheln? Es tut mir sehr leid, aber ich möchte gern diesen Hund nochmal streicheln. Der ist so ein Süßi. Guck durch den mal an. Also der Hund. Nicht der Typ. Der Hund. Oh. Jedes Spiel, in dem man Tiere streicheln kann, ist ein gutes Spiel. Nach innen vor. Ja. Vielleicht sollten wir warten. Der Himmel sieht nach mehr Schnee aus. Hier ist der Schmied. Ich sag mal, alle Leute, die ein Handwerk irgendwie beherrschen, sind natürlich in der Apokalypse, ne? Best Mans. Also. Okay, Jessie wartet schon wieder auf unseren Bus. Da hinten geht's noch weiter. Eggs, Milk and Bread. Twin Sisters Grushes. Okay. Gehen wir rein jetzt, oder was? Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hinten. Gucken die denn alle so? Morgen! Alles Drahtschweiber in dieser Stadt hier. Entschuldigung. Ellie. Komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also, passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da?
Heuchler-Sandwiches. Riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. So eine richtig kleine, hutzelige, süße Bar. Die arbeiten da sogar richtig. Cool. Wintermenü. Oh. Noch eine Karte. Jetzt gehörst du mir. The Keen Twins. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Probleme, diese Schrift zu lesen. The Keen Twins. Echte Namen Ophelia und Xander. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit keine. The Keen Twins kamen in einem Spark-Labor zur Welt und wurden als fehlgeschlagenes Experiment angesehen, dessen Ziel die Verbesserung der menschlichen Sinne gewesen war. Man setzte sie vor der Tür eines Waisenhauses ab, aber das verlassene Paar erkannte schon bald seine Fähigkeiten. Ophelia kam gehörlos zur Welt und verfügt nicht nur über eine einzigartige Sehkraft, sondern kann auch Dinge in Infrarot- und Röntgenspektren erkennen. Xander wurde blind geboren und kann meilenweit hören. Kein Schritt ist zu leise, kein Geheimnis sicher. Solange die beiden zusammen sind, sind sie sehr schwere Gegner. Helden. Okay. Aber stell mir so ein Supergehör einfach echt ätzend vor. Du hörst ja alles. Du hörst ja, wenn der Nachbar aufs Klo geht. Das stelle ich mir jetzt nicht so geil vor. So ein Supergehör. Hallo. Da gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Das ist alles sehr leise hier. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Ah, jetzt sind wir hier. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Oh. Sehr vorsichtig, in letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. So ein Hübschi. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Early, kennst du die Bachpfade? Nö, nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. Housebreaking Rufus. Tja, der Film kam wohl nie raus. Ich kann hier leider nicht schneller laufen. Aber ich möchte halt gern alles sehen. Oh, hier gibt's Bücher. Criminal Without Faith. Okay. Nicht ganz mein Genre. Ja, das auch nicht. Ein Baby, guckt mal. Guck mal, wie süß. Oh, weil das kleine Süßi. Entschuldigung. Bei kleinen Tieren und Babys setzt mein Hirn immer aus. Entschuldigung. Da komme ich nicht lang. Ein Eichhörnchen. Hallo. Wo gehst du hin? Oh, hallo. Oh, hallo. Ah. Wir haben unseren ersten Loot. Uhuhu. Obwohl das eigentlich nicht gut ist, ne? Weil wenn es Loot gibt, dann gibt es auch meistens irgendwelche Action. Habe ich eigentlich hier... Okay, ich habe nicht das Waffenrad gerade. Our little daycare. Oh. Was ist die Schule? Ali, hast du kurz Zeit für mich? Ja, warte mal ganz kurz. Bin sofort da. Oh, guckt mal. Sieht aus wie die Vorschule. Ja, bitte. Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Ach, Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey, Dina!
Es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Hey, Dina. Können wir reden? Hey, Leute, ich bin raus. Ach, Mann, wie lange? Puh. Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Weil ich schuld an dem Ganzen war und ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also. Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Okay. Ihr wolltet es so? Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheiße! In Deckung! Los, los! Okay. Treffer! Wir machen euch alle, ihr Verlierer! Nimm das! Fuck yeah! Ich meine, cool. Sag's nicht deiner Mom. Gefällt dir das? Verstehst du's ja? Oh, verdammt! Na warte, dich krieg ich, du Zwerg! Da hast du! Oh, was für ein Wurf! Na los! Frisch Schnee! Wir gewinnen! Ich seh dich! Juhu! Aber das ist cool, man lernt so das Zielen und Schießen vor. Also hier hat man definitiv gerade Auto-Aim. Was Schnee in den Haaren. Nicht fair. Na, wie war das? Hey. Hey. Wollt ihr noch mehr? Aufzieh. Hilfe. Damit kommt ihr nicht davon. Lassen wir sie liegen. Ich bin dafür, dass wir sie jetzt einfach hier liegen lassen. Wartet mal. Das ist Klettern. Das hat es mir ja gerade noch angezeigt. Springen. Okay. Ich würde sie ja einfach liegen lassen, tatsächlich. Okay. Na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. Bin wohl selber schuld, was? Yep. Gehen wir. Der Baum mit dem Licht, das sieht voll schön aus. Okay, so geht mal. Okay. Ich wollte es nur noch mal kurz geübt haben. Also, Jesse will, dass wir die Wachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Ihr wird die Strecke gefallen. Der Schnee glitzert sogar. Der Schnee glitzert. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, guck dich das mal an, dieses Panorama, ey. Oh, mega. Morgen. Hallo. Hey, Ladies. Ich bring sie rein. Danke. Wer bist du, Bro? Sehr schweigsam. Okay. Guck nur nochmal fix. Da kann ich nicht rein. Okay, ich glaube, ich kann ja nichts weiter machen. Braves Mädchen. Schau, wer da kommt. Danke. Na los. Okay. Hey, Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja. Einmal für dich. Und einmal für dich.
Öffnet das Tor! Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los.